Ich dachte, ich zeig euch mal, wie der klassische Morgen einer Helikopterrabenmutter so aussieht. Natürlich war ich direkt morgens schlecht gelaunt und gestresst, deshalb habe ich mich erstmal mit meinem Kaffee und meinem Buch auf den Balkon gesetzt, während mein Mann alleine den Kindern das Frühstück gemacht hat. Den Balkon könnte man auch mal wieder sauber machen, aber ich als Rabenmutter fühle mich dafür nicht verantwortlich. Dann kam eins meiner Kinder raus, um herauszufinden, wie das Wetter heute wird und ob es wirklich so warm ist, wie vermutet. Deswegen wäre es mir besser, wenn wir Pullover und ein T-Shirt und eine kurze Hose mitnehmen. Und eine Langhose und ein Pullover. Okay, wir können alles mitnehmen, Schatz. Okay. Na dann los, ist doch ein Plan. Ich wollte dann rausgehen, um den Rasen zu wässern und habe mich dann erstmal mit meinem Sohn darum gestritten, wer von uns beiden jetzt am besten den Müll rausbringt. Dann haben wir zusammen unseren Babyrasen gewässert, voll süß, wie der da so wächst. Danach ging es dann auch wieder rein, die Kinder sind logischerweise noch nicht angezogen und auch noch nicht fertig. Anziehen ging relativ schnell, ich bin ja auch schließlich eine Rabenmutter und um AfD-Wähler zu verwirren, erlaube ich es, meinem Sohn ein Kleid und meiner Tochter Jungskleidung zu tragen. So kann man sich das Leben auch leichter machen. Dann habe ich meine mütterlichen Pflichten mal wieder vernachlässigt und meinen Mann dazu verdonnert, den Kindern die Zähne zu putzen. Weil es heute super heiß ist, habe ich die Kinder dann noch mit Ninja-Protektoren, die sie vor den Feuerbanditen beschützen, eingeschmiert. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, wie heftig unordentlich unser Wohnzimmer war, deshalb habe ich da einfach noch kurz ein paar Minuten drauf verwendet, den Boden zumindest freizuräumen. Und ich weiß nicht, wieso das immer wieder passiert, aber mein Mann und ich haben beide ADHS und irgendwie vergessen wir manchmal einfach manche Dinge und die sehen dann so aus wie diese arme, einsame Blume. Dann ging es auch schon raus, die Kinder haben sich heute beide gegen Schuhe entschieden, aber weil wir Rabeneltern sind, ist das gar kein Problem. Ich habe natürlich die vertrocknete Pflanze drin vergessen, weil ich ja, wie gesagt, ADHS habe. Deshalb musste ich nochmal kurz reingehen. Ich habe kurz gebraucht, um die Pflanze wiederzufinden, aber da war sie und war nun endlich bereit für die Mülltonne. Es tut mir unfassbar leid, liebe Pflanze. Ich weiß, ich war keine gute Mutter für dich. Eine echte Rabenmutter kümmert sich natürlich nicht darum, dass die Kinder in die Kita kommen, sondern lässt den Mann die Kinder in die Kita bringen. Tschüss! Ich habe mich also nur kurz bei den Kleinen verabschiedet und bin dann auch schon weiter in den Wald mit unserem Hund.